Was wäre eine neue Erweiterung ohne erste Leaks? So gab es zu möglicherweise kommenden Pferdeerweiterungen, über die ich euch schon vor ein paar Tagen berichtet habe, noch mehr potenzielle Infos über die Welt und Gameplay, die ich euch in diesem Video zusammenfassen will. Für alle, die den mutmaßlichen Leak noch nicht mitbekommen haben, nochmal im Schnelldurchlauf. Auf einigen Keyseller-Seiten ist vor einigen Tagen das The Sims 4 Horse Ranch Pack mit dem Release-Datum des 20. Juli aufgetaucht, welches von EA bis jetzt noch nicht offiziell vorgestellt wurde. Soweit so bekannt, jetzt gab es aber nochmal kleinere Hinweise von Simmatically, der zu einer der aktiveren Simmer auf Twitter zählt. Dieser behauptet nämlich, schon erste Infos zum kommenden Pack zu haben, die ihm wohl zugespielt wurden. Auf Twitter hat er Folgendes zur kommenden Welt des Pferdepacks gepostet. Ich weiß nicht, wie ich es euch sagen soll, ohne zu viel zu verraten, aber das Pferdepack ist echt. Ich sage euch einfach, dass wir eine Ranch in einer neuen Welt bekommen, die vom Staat Arizona inspiriert ist, ähnlich wie hier. Als Screenshot führt er hier ein Referenzbild einer Wüste mit ein paar grünen Stellen an. In einem weiteren Tweet meint er, dass diese wohl ein bisschen an Strangerville erinnern soll, nur mit mehr Grün. Außerdem sollen hier Schafe und Ziegen friedlich leben können, laut ihm neue Inhalte des Packs. Diese Informationen sind sehr spannend, gerade da wir in Landhausleben schon ähnliche Tiere erhalten haben. Leider wollte Semantically keine Quelle nennen, von denen er diese Informationen hat. Deswegen will ich an dieser Stelle nochmal ein bisschen mehr einordnen. Der Leak, dass die Erweiterung allgemein erscheint, ist insgesamt sehr plausibel. Das kam schon öfters mal in der Vergangenheit vor. Ob Semantically's Informationen, die er wohl hat, wirklich stimmen, können wir nicht zu 100% nachvollziehen. Er gehört aber definitiv zu einer der seriöseren Community-Mitgliedern, die auch schon in der Vergangenheit andere Inhalte korrekt vorhergesehen hat. Hier sollten wir am besten einfach mal abwarten, vielleicht bekommen wir hierzu bald noch mehr Infos. Schaut gerne bei Instant Gaming vorbei, wenn ihr Packs deutlich günstiger, teilweise für bis zu 50% weniger haben wollt und mich unterstützen möchtet. Den Link hierzu findet ihr in der Beschreibung. Würdet ihr euch denn über flauschige Schafe oder Ziegen freuen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.